Ja, ist eine super Mannschaftsleistung, ja. Und wir haben uns am Ende natürlich eine Menge vorgenommen, aber man sollte auch nicht vergessen, also der, wo die Mannschaft auch so steht, das ist auch ein großes Dank auch mal an Abu Moma und an Sascha Schwan. Ja. Und das sollte man auch nicht vergessen. Und wir sind alle jetzt Tasman. Und wir sind eine große Familie jetzt hier und das ist nicht nur von den Fans, sondern vom Vorstand und alles. Und da gehören auch die Ex-Trainer mit dazu. Jetzt ist ein neuer Trainerstab mit, ja! Auch mit jetzt ja! Mein Co-Trainer mit Boško Petković und so. Ist, ja, und Ingo Rausch und so. Das hat jetzt alles gepasst. Und wir, ja! Also, wie man sieht, die Freude stimmt. Und ja, wie gesagt, wir wollen natürlich auch weiterhin die Freude beibehalten. Aber wie gesagt, das ganze Ding ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir haben es jetzt hiermit fortgesetzt und die Mannschaft hat es super gemacht. Also ein dickes Lob an die Mannschaft und nochmal vielen, vielen Dank an unsere Fans. Ja, das war heute ein Krimi vom Feinsten in Unterzahl und alle Chancen, also auf beiden Seiten. Ja, und nachhinein muss man auch zugeben, hat natürlich der Glückliche gewonnen. Aber du, sag mal, Glück gehört auch im Fußball dazu, oder? Am Gegner lag es, dass es in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen war. Ich weiß nicht, ob sie das gleiche Spiel gesehen haben wie ich. Klare Torchancen, müssen in der zweiten Halbzeit das 2-0 machen. Der Gegner kommt einmal vor das Tor mit einem langen Ball, wo ein Innenverteidiger durchläuft, der einen Sonntagsschuss ins lange Eck macht. Danach zähle ich 7, 8 gute Möglichkeiten für meine Mannschaft. Demzufolge ist das am Ende sehr schade für uns, aber trotzdem Glückwunsch an Tasmania. Man muss diese Spieler gewinnen, haben sich in die Verlängerung gerettet letztendlich, haben die dann auch überstanden mit einem Mann weniger. Und da muss man ihnen Respekt zollen und gratulieren, dass sie das Finale erreicht haben. Wir haben uns heute selber geschlagen, weil wir die Tore einfach nicht gemacht haben. Ja, Pokal ist okay. Ich habe auch schon mal im Finale einen Elfmeter verschossen, ja, gegen Rathenow. Ja, das ist mal so, man hat mal Glück, man hat mal Pech, aber im Moment bin ich ziemlich glücklich. Ja. Ja, was soll ich jetzt da sagen? Gelb-Rot, wir haben gewonnen. Nachhinein kann man immer über Schiedsrichterleistung, aber im Großen und Ganzen, ich bin auch hingegangen vor dem Elfmeterschießen, hat das Schiedsrichter gespannt, ein gutes Spiel gemacht. Und das habe ich natürlich vor dem Elfmeterschießen gesagt. Nicht, dass einer denkt, jetzt kommt er, jetzt macht er hier, pudert er jemanden in den Popo oder so. Das ist nicht der Fall. Also das haben sie gut gemacht. Und diese Situation kann er geben. Ja, und hat er gemacht. Und ist natürlich dann blöd gelaufen, aber umso mehr, sag ich mal so, hat die Mannschaft sich ja natürlich mehr reingekniet. Auch gerade Filenza jetzt. Und ja, das gesamte Paket, Glückwunsch an die Mannschaft, klasse. Ja. Ja, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Letztes Jahr haben wir natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Hatten auch eine etwas andere Mannschaft noch, qualitativ noch ein bisschen besser. Aber man sieht ja, wenn man sich in den Reinstellt kämpft, dann ist alles möglich. Wir freuen uns immer auf die Kulisse. Ja, sind wahrscheinlich 8.000, 9.000 Zuschauer. Hat, glaube ich, keiner aus der Mannschaft schon mal erlebt. Und darauf freuen wir uns immer. Das genießen wir einfach nur. Ja, deswegen. Mal gucken, was in der Meisterschaft los ist, was da noch geht. Dann vielleicht schaffen wir das Maximale dieses Jahr. Finale ist jetzt erstmal in weiter Ferne. Wir haben, die Mannschaft kann heute feiern. Ja. Und wir werden jetzt normal ins Training gehen. Jetzt beginnt wieder der normale Alltag mit in der Saison. Und da sind noch ein paar Spiele. Und über das Finale mache ich mir erstmal Gedanken, wenn es soweit ist. Also einen Schritt nach dem anderen und erstmal die Kirche im Dorf lassen.